Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 mit mir, dem Araman, in der Disaster Area. Und wir sind hier irgendwo in der World of Refreshment in der Nuka World. Eigentlich müsste man das ganze Nuka Labyrinth umbenennen, diese Attraktion hier, wenn man es überhaupt noch Attraktion nennen kann. Denn hier drin ist es, seitdem hier alles den Bach runtergegangen ist, so dermaßen verwirrend. Es gibt so viele Wege, die man bestreiten kann, und man wird jetzt nicht mehr an so einem... Die Boote und so sind alle versenkt worden. Man kann jetzt nicht einfach da so eine Bootsfahrt machen, so wie das früher mal war. Muss alles wirklich latschen und kann hier noch in die ganzen Wartungsschächte, was weiß ich nicht noch alles. Und was zur Hölle geht hier ab? Untergrund-City. Super Mario 64, irgendwer? Stadt unter Wasser? Scheiße, wo zur Hölle sind wir hier jetzt gelandet? Und was soll das hier? Hier kann man offensichtlich... Es ist sehr einladend. Was ist das? Da versteckt sich bestimmt so ein Nuka-Hunter oder so irgendwas. Okay, ich gehe erstmal den anderen Weg. Hier rein. Was ist das hier? Aluminiumkanister. Testtube Rack, okay. Eine Tür. Und noch ein Treppenhaus. Ja, wundervoll. Oh, hier war schon mal. Das erkenne ich wieder. Genau, hier bin ich reingegangen. Genau. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Nicht abgeschlossen, ist immer gut. Okay, hier war ich auch schon. Okay, dann haben wir den Kreis geschlossen. Wir haben jetzt bestimmt 2 oder 15 Kreise gleichzeitig geschlossen. Hier im Nuka-Labyrinth. Das ist sehr gut. Dann gucken wir uns mal hier an, was die Employees so geschrieben haben. Staff Memos. Grand Reopening. Bla, 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 bla. Okay. Hier steht drin, dass man dass sie das Quantum direkt aus dem Fluss trinken durften. This new Nuka-Cola Quantum is so packed full of energy that it kills any bacteria it touches. So is that a good or bad thing? Nuka Bar automated till further notice. Okay. To all ride staff, management has decided that the Nuka Bar section of the ride is to be automated only until further notice. Despite numerous warnings that actors are only to simulate drinking Nuka Cola Dark while staffing that section of the ride, Jenny fell over the stool and into the river. She's fine, but the nurse said she had a blood alcohol level of 0.37 after only 2 hours into her shift. While we appreciate your enthusiasm for Nuka-Cola products, we also have to maintain a safe environment for our guests, one of whom lost their glasses when Jenny hit her head on the boat. Ist natürlich nicht so geil. Tja, Nuka-Cola Dark, für die, die es nicht wissen, ist ein alkoholisches Getränk. Ich als wahrer Nuka-Fan weiß das natürlich. To all right, staff, I understand that some of you have come to work for us from other amusement parks while abiding ad-libbing, okay, das Wort habe ich schon nie gehört. Ad-libbing was permitted or even encouraged, but here at Nuka World we asked you to stick to the script. For example, the Wild West section of the ride is to be staffed only by cowboys or cowgirls. It is not to be staffed by Nuka girls, Zetans, clowns, knights, pirates, gorillas, ninjas or sea monsters. Well, that makes sense. No more pranks. To our right staff, it has come to our attention that a number of pranks have been played on workers in the bottling plant. We advise that these kinds of pranks are not in keeping with the culture outlined in the Nuka World Employee Handbook. For example, filling a tray of empty bottles with dry ice and sending them into the kappa so they explode when sealed is clearly in violation of safety protocols. Echt? Seltsam. Explodierende Flaschen sind gegen das Protokoll. Gegen die Sicherheitsbestimmungen. Das ist aber komisch. I'm sure when Randall gets out of the hospital, he'll probably say it was hilarious, but Nuka-Cola is paying for his eye surgery, so management finds it less funny. Also, es kann so lustig sein, wie es will, wenn ich da Glassplitter im Auge habe und ich deswegen eine OP kriegen muss und ich vielleicht mein Augenlicht verlieren könnte, wenn nicht gleich das ganze Auge. Ich fände das nicht so lustig. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie man das lustig finden kann. So, da war noch irgendwas, ne? Ja, Write Display Scripts. Brad Burton's Lab. Okay, das sind nur irgendwelche Skripte, was sie da labern sollen.
bla bla. Okay, einfach nur irgendwelche Skripts, irgendwelche Dinge, die die hier sagen sollten, wenn sie hier gearbeitet haben. Je nachdem, wo sie gearbeitet haben. Nichts Interessantes. Wo zur Hölle bin ich hier eigentlich? Bin ich hier bei diesem Nuka Grape Dingens? Nee, das ist schlecht. Hier war ich definitiv noch nicht. Hier war ich definitiv schon mal. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich bin, aber hier müssen wir weiter. Was ist das hier? Das ist irgendein Nuka-Lurk. Ich schaue es einfach mal. Und wirft eine Granate neben meinen Schädel. Und wenn das Ding stehen geblieben wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar getroffen. Wow, 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 Alter. Das war Shotgun. Sonst kommt man dem echt schwer bei. Die stecken echt so viel ein. Okay, geschafft. So, den hätten wir. Okay, ich frage nicht, warum der einen Braxo Cleaner hat. Hallo. Das nehme ich mit nach Hause, das ist doch toll. Das ist irgendein Gunner. Der hat nicht so viel Glück. Oh, das war ein Stück Schale, okay. Das sind Spawns. Komm her. Der Port hat direkt irgendwie weggeballert. Mit seiner automatischen Waffe ist er gegen so kleine Ziele echt mega praktisch. Ah, da hängt doch. Nuka Cola, danke. Ah, was nicht alles für Nuka Cola tue. Das ist alles ziemlich... Mir ziemlich egal. Oh, hallo. So. Erwischen wir den Kopf. So, jetzt. Quit. Ja, voll. Das nenne ich Schaden. Okay, das liegt gut. Schön gekrittet. Oh, hallo. Ich habe mir das schwieriger vorgestellt. Das ist sehr gut. Da muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Ich hatte schon Angst, ich müsste jetzt den ganzen Laden 15 Mal auf den Kopf stellen, bevor ich das finde. Jetzt brauche ich mich eigentlich nur noch um die Quest zu kümmern. Wenn die nicht noch irgendwelche anderen Secrets sind, was ich mir gut vorstellen kann. Wow, wo ist das Ding hin? Da. Stirb. Tja, sorry, damit habe ich schon gerechnet. Okay. Bei einem Geleuchte oder so ist es schwierig rauszukriegen, was eigentlich was ist. Ah, halt mit dem Lasting. Ah, geh einfach mir vorbei, das ist okay. Ich will aber schon irgendwie vor den kommen, damit ich den ins Gesicht schießen kann. Bleib doch mal stehen, Alter. Jetzt warten, bis der Importer da umgehauen hat oder was? Am Arsch. Tja, was soll passieren? So, Stunlock! Du hast keine Chance gegen den Warbles. Ice Climbers for the win. So, geht's dir gut? Ja, der wird wieder. Der wird wieder. Ha! Erwischt. Oh, ist irgendwo noch einer da? Weg! Ich weiß gar nicht, ob Begleiter hier auch endgültig sterben können. Ich keine Ahnung. Hey. Hopp. Ding. Und. Ding. ja.
Wahrscheinlich hat es das an dieser Stelle mit dem Öl oder so. Von einem Boot da vermischt. Ziemlich eklig. Oh. Ganzer Einkaufswagen von Nuka-Cola. Nice. Und ein Mini-Nuka-Cola-Automat. Guck mal, ist der nicht süß? Ist der nicht toll? Ha. Ist ja schnuckelig. Also die ganzen kleinen Häuschen hier. Kleine Miniaturwelt. Wie bei Alice im Wunderland. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ist noch irgendwas? Nee. Okay, wo muss ich jetzt hin? Offensichtlich habe ich noch nicht alles entdeckt. Dafür kann ich erstmal runternehmen. So. Moment, das ist der Main Path, ne? Dann müsste es ja eigentlich hier weitergehen. Wir müssen erstmal gucken, wo das Ganze hier hinführt. Und hier endet es. Eigentlich wäre man wohl hier rein und dann wäre man von da aus weitergekommen. Aber wie man sehen kann, ist der Weg blockiert. Und hier sind Stimpaks. Okay, was soll die Musik auf einmal? Ach so. Der kämpft dagegen irgendwas. Ich hab gut keine Ahnung was. So. Hier hat das Ganze angefangen, die ganze Chose. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Hier war ich auch schon mal. Oh, ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh, so eine Nuka-Cola. System Control. Going to the roof. Okay. Running up to the roof for a minute to see check if this is some sort of military training exercise. Casey. Ja, und dann hat sie eine Bombe auf den Kopf bekommen. Ah, wahrscheinlich nicht, sonst wäre das ganze Ding hier nicht mehr am... Sonst könnten wir jetzt schlecht hier sein, weil nichts mehr von diesem Ort übrig wäre. Was haben wir hier? Mystical Cleaver Wonder Glue, nice. Das ist noch besser. Okay. Wow. Oh, hallo. Alter, das sieht ja mal cool aus. Das sieht ja mal cool aus. Ja. Du wirst gleich Hostiles reden und frag nicht nach Sonnenschein. Hehe. Das hätten wir geschafft. Ohne Kontrolleinheit. Was hier wohl abgeht. Ob man damit noch irgendwas machen kann, ob man damit noch Quantum abzapfen kann oder so. Keine Ahnung, aber wir werden dieses Terminal nachfragen. Aber erstmal hier mal gucken. Alter, guckt euch das an. Quantum, eine ganze Kiste. Boah, wir müssen da runter. Ich hätte jetzt sofort runterspringen, wenn ich hier nicht noch dieses Terminal hätte. Und dann absolut desorientiert wäre, was ich eigentlich vermeiden will. Ich renne ja auch so schon durch die Gegend und finde eigentlich nichts. So, Downhill. Likeness 1. Painting ist... Na, es lag nicht 2, kann es nicht sein. Fighters hat gar nichts in common. Können wir auch abpacken. So, dann geht's weiter mit Tracking. Da ist das E gleich. Das könnte es sein. Likeness 2, alles klar. 1000. Ja. So, stimmt da auch was mit Downhill überein? Nee, nicht. Also ist das... Auch erledigt Grievous. General Grievous. Hat auf jeden Fall schon das R. Aber sonst nichts. Curtains. Hat IN. Und mit Downhill. Wie sieht's da aus? Auch das I. Das muss es sein. Ja. Treffer. Kids Emergency Power. Access Systems. Geht aber nicht. Security Door Control, Open Door.
Keine Ahnung, was für eine Tür, aber sie ist jetzt auf. Bitte nicht nachmachen, man kann ja nie wissen, was man rausgelassen hat. Oh, ich weiß, welche Tür. Die von diesem, von dieser einzigartigen Power Armor im Nuka-Cola-Look. Die muss das sein. Das muss es sein. Die Frage ist, wo war die? Und wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber das Ding ist kaputt. Jetzt praktisch Level 2. Zone 2. Die eigentliche Bottling Plant. Oh, eine Tarberry. Ziemlich mit der Kugel. Die habe ich bestimmt auch schon Unmengen. Ach, es ist immer blöd, dass man das Licht nicht anmachen kann. Obwohl, ich kann ja eigentlich wieder umbauen. Ich wieder umziehen. Denn das eine Hidden Cappy Image haben wir ja gefunden. Und ein zweites gibt's hier nicht. Kann ich ja eigentlich wieder umrüsten. Okay. Da geht's nach draußen, okay. Keine Ahnung, wo wir dann landen. Okay, der scheint down zu sein. Der ist offensichtlich tot. Ja, wollen direkt straight zur Quantum. Genau so muss das sein. Wahrscheinlich um mich anzulocken und dann kommen da so 3000 Gegner. Aber die haben wir ja schon oben schon alle weggesniped. Haha. Oh, wie geil, so eine ganze Kiste. Ah, nicht, die ist jetzt nicht ganz voll, aber trotzdem, da ist noch ziemlich viel übrig geblieben. Oh yes, genau das will ich sehen. Das Quantum-Paradies, Alter. Oh, ist das geil. So viel Quantum. Das sieht sehr giftig aus. Darf ich mal hier rüber? Das sieht sehr tot aus. Das sieht nutzlos aus. Na, was haben wir da? Nur Zigaretten. Sorry, ich bin nicht Raucher. Okay. Hier hat jemand versucht, seinen Stempel aufzudrücken. Wahrscheinlich Gunner. Sieht sehr nach Gunner aus. Denn die Raider, wir haben ja schon mal einen Gunner gefunden und so. Und die Raider kamen ja später. Und beziehungsweise war noch gar nicht hier, deswegen nehme ich mal an, dass das Gunner sind. So, mal gerade gucken. Da sind wir lang gegangen und da wäre ich wieder zurück in diese komischen Kabinett. Also denke ich mal, wir sind hier fertig. Lass mal hier hoch und guck mal, was da noch ist. Juhu. Fusion Cells. Vielen Dank. So, und was ist mit dem Ding? Keine Ahnung, aber da scheint irgendwas ausgelaufen zu sein. Es leuchtet so blau. Es ist so schön. Ich will es mitnehmen. Ich will es als Lampe in mein Haus stellen. Aber bisher kann man damit nicht wirklich was machen. Purified Water, heißt. Gib her. So. So, Corporal Downey's Report. Wie gesagt, Gunner. This is Corporal Downey. Oder, ja, Militär, eigentlich. Last living member, Sergeant Lanier's recon team. Oh, weia. We tried to secure the bottling plant. Got overrun by some new breed of Meyerlurk. Ja, die sind nicht nett. Anything like them. Blue glow so strong. Stronger than any Commonwealth Lurk I've encountered. It's gotta be the Quantum running through this place. We breached their nest, and they... They poured out. We fell back, but I'm pretty sure one of those damn lurks made off with my leg in the process. Private Clay dragged me to safety before I sent him to warn the others back at the camp, but I could hear their screams from here. I know the help's not coming, and I'll be damned if I'm gonna be food for some mile lurk spawn, so I'm taking this matter into my own hands. This is Corporal Downey, signing off for good. Alter, wie eine Szene aus einem Horrorfilm, ey. Holy shit. Das Ding geht natürlich nicht auf. Entweder versuchen von außen reinzukommen, denn es ist offensichtlich möglich. Oder die Power wiederherstellen, wie auch immer das geht.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass uns das jemand sagt. Mit der Power. So, schauen wir uns erstmal hier um. Das scheint die eigentliche Bottling Plan zu sein. Oh mein Gott, ich bin im Paradies. Guckt euch das an. Die ganze Kiste Nuka-Cola. Hier ist Nuka-Cola. Okay, nicht ganz so viel, aber Cherries dafür. Holy shit. Wenn es ein Traum ist, bitte weckt mich nicht auf. Niemals. Ich will für immer weiter in diesem Paradies sein. Schau, dass die hier alle leer sind. Das ist schon ziemlich bitter. Aber dafür sind es halt Cherries, ne? Das sind nicht zu wenige. Ey, nein. Nein, das sind meine. Weg da. Oh, guck mal, die ist noch fast komplett. Bis auf 3 oder so. Wie geil. Oh mein Gott, das ist die beste. Das wird die beste Session, die wir je gemacht haben. Auf jeden Fall die glücklichste. Ist das cool? Ah, die Kiste ist leer. Die auch. Ah. Weiter. Enttäuscht mich nicht, ja? Also wenn ihr mir jetzt hier direkt schon mit dem Zucker hier mir direkt hier das Honig ums Maul schmiert, dann darf man aber nicht locker lassen, ne? Ja genau, das will ich sehen. Noch eine. Jawoll. Jetzt. Now we're talking. Okay, ich habe versucht, diese Platte da aufzuheben, was offensichtlich nicht funktioniert. Ich dachte, da drunter könnte ein Nuka liegen. Dachte ich. Ja, ich weiß, dass ich gut aussehe. Vielen Dank. Oh yes. Oh yes. Best day of my life. Best day of my life. Voll. Okay. Den haben wir zum Glück schon zerschossen. So. Da oben würde ich mal sagen, waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Alles klar. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Hier auf dem Band ist nichts mehr. Nee. Nein. Wenn wir jetzt mit diesem einen DLC, ich weiß nicht mehr wie das hieß, Contraption, glaube ich, war das. Da kann man ja so außer Laufbänder und so weiter bauen und so richtig so Waffen und so Munition und so herstellen lassen. Wenn man da jetzt hier so eine Nuka-Cola Bottling Plant bauen kann, ne? Das DLC werden wir sowas von nachholen. Das ist einfach, das wäre einfach so geil. Andererseits wäre es so geil, dass man kaum noch Spaß daran finden würde, Nuka-Cola zu sammeln. Außer natürlich, man ist so ein Fanat wie ich. So. Ach, wie süß. Bone Cutter. Ich frag nicht, was der hier zu suchen hat. Vielleicht die verzweifelte letzte Waffe. Okay. Verzweifelte letzte Waffe eines von diesen Gunnern. Den Stein nehme ich mit. Den brauche ich zum Reparieren von meiner Rüstung. Hat er bestimmt en masse, aber wenn man es schon als Rohmaterial findet, kann man es ja auch mitnehmen. Hey. Okay. Ist auch nichts mehr. Die sind auch leer. Okay, was haben wir hier? Irgendein Abwassertunnel oder so. Ja, schauen wir uns das an. Ein Enemy Bucket, ist das nicht toll. Und auch hier, keine Strahlung, nichts. Das ist wirklich eigenartig. Sieht so aus, als kommen wir hier wieder raus. Ja. Wollen wir aber noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Aus dem Weg! Der macht auf dem Absatz kehrt. Ja, wenn er so ein Typ in so einer fetten Stahlpanzerung an den Rand kommt, dann würde ich aber auch auf Seite gehen. Würde ich auch auf dem Absatz kehrt machen. Noch mehr leere Flaschen. Das ist ja nicht gerade das, was ich suche. Hm. Nein. Hey, Mama.
Okay, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ah, ja, ja, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Gut, dann sind wir jetzt soweit hier durch. Jetzt fehlt nur noch eins. Wir müssen diese Armor uns schnappen. Hoffentlich ist die Tür jetzt auf. Jawoll! Jawoll! Alter, wie geil! Nuka T-51F. Sogar mit Fusion Core. Ist das cool? Oh mein Gott, I'm in heaven. Ist das geil? Okay, wir müssen jetzt gucken, dass Porter Gage die anzieht, denn ich kann es jetzt schlecht mitnehmen. Aber wir müssen leider auch mal Schluss machen an der Stelle. Ich werde jetzt irgendwie gucken, dass wir die hier wegschaffen. In der nächsten Folge sehen wir dann wahrscheinlich ein wenig anders aus. Und dann geht es hier nach draußen in der Bottling Plant. Und dann müssen wir da auch noch aufräumen, um die Bottling Plant hier bewohnbar für unsere Raider-Kumpanen zu machen. Und damit verabschiede ich mich Oh mein Gott, ich sabber schon vor lauter Excitement, dass ich hier, vor lauter Aufregung, dass ich die Power-Armor hier gefunden habe. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen. Rede hier mit 360 Sachen oder so. Also, nochmal von vorne. Das war's für diese Episode. Wir sehen uns in der nächsten Episode Fallout 4 wieder. Und dann geht es hier draußen in der Bottling Plant weiter und wahrscheinlich dann in einem neuen Look. Bis zum nächsten Mal.